Und wir sind wieder zurück. Haben mal kurz was gegessen. Oh ne. Sternlingswächter. Mein Albtraum. Ah, die gehen aber. Oh. Das, was ich aber zu wenig habe, ist Mana. Komm her, du kleine Spinne. Schick, schick. Oh shit. Das ist nicht geil. Hey. Diese Spinnen sind aber auch nicht doof, ne? Ganz nach da oben. Ich guck erstmal, ob hier an der Seite irgendwas ist, denn gegen alle komme ich gleichzeitig nicht an. Ich muss mir die einzeln schnappen. Und sehen tue ich keinen mehr. Gut, gut. Würde ich sagen, ab geht's. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier oben. Aber hier liegt Geld. Was ist das? Wow, das war's jetzt. Was wir hier an Seelensteinfragmenten haben. Was ist hier noch? Oho! Ein Zauberbuch. Was macht denn was ist denn das für ein Helm? Da. Mehr Schaden mit einem Schild, Einhandangriff verursachen, Zweihandangriffe, Lebensenergie 14 Punkte. Okay, der ist heftig. Der ist wirklich heftig.
keine Ahnung, was ich mit den Hebeln machen kann. Ich laufe wieder, ne? Komme ich denn jetzt wieder zurück? Shit. So komme ich wieder zurück. Ich hab doch sowieso eine Teleportrolle. Wieso mache ich mir eigentlich all die Mühe? Teleportrolle nach Kumais Höhle. Bam. Da sind wir wieder. Ich glaube, man hat gehört, dass ich geschmatzt habe. Nicht so geil. Was? Die Frau ist immer noch richtig sauer. Kann ich was basteln, was von Bedeutung ist. Es wird leider zu Sternlingsbogen. Runenkühners, aber es gehört zur schweren Rüstung. Schon ein geiles Teil, aber ne. Kann ich nicht machen. Guten Abend. Schreitet wohl. Ihr seid nicht von hier, was? Vielleicht solltet ihr euch ein anderes Land zum Bleiben suchen. Mit dem hier geht es rapide bergab. Anstatt dass uns die Hüter vor dem ganzen Chaos schützen, graben sie in alten Ruinen rum wie die Grabräuber. Wohin soll das nur führen? Guten Abend. Ich hätte gerne eine Werkbank, muss ich ehrlich sagen. Aber die gibt es hier wohl nicht. Gibt es nur einen Schleifstein. Fremdländer. Schade. Ah, hier ist eine Werkbank. Aber die kann ich nicht benutzen. Ich kann hier gar nichts benutzen. Ah, back, 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 back. Speichern. Laden. Gucken, ob das hilft. Nein, hilft natürlich nicht. Also laden wir den Autosave-Stand. Hilft auch nicht. Werkbank. Hier kann ich sie doch benutzen. Edel, 54. Okay.
Den würde ich ja gerne mal herstellen und jetzt noch verzaubern, aber ich habe... Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier und das trotz der Kriege. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Tatsache, ja. Das sind sie! Gute Arbeit! Ihr hattet recht. Tatsache, das sind sie! Ja! Gute Arbeit! Er hatte Hilfe, aber ja, nach euren Maßstäben hat er sie selbst gebaut. Vieles ist möglich, wenn man Hirn statt Muskeln verwendet. Dachte er sich. Sehr gute Arbeit. Ihr habt euch euren Ruf wahrhaftig verdient. Ja, er hätte es nicht erwartet, aber ihr und euer Orden war tatsächlich eine große Hilfe. Gebt ihm noch 2 Tage und Gertrude wird gleich einer Fee durch den Himmel schweben. Ah, und ihr solltet, bevor ihr geht, noch einmal in die Kapitänskabine gehen. Euer Großmeister ist kürzlich eingetroffen und ließ ausrichten, dass er euch zu sprechen wünscht. In die Kapitänskajüte. Gut, gut. Dann reden wir doch mal mit ihm. Boah, das macht mich jetzt wahnsinnig. Mit diesem Bug. Also ich geht mit dem und dann lade ich das Spiel mal neu. Ah, hier kommen wir her. Haben wir hier noch was Schickes? Säcke, leere Weinflaschen. Das Leben von Thoran Gisperzun. Das ist aber verdammt schön gemacht hier. Bis auf die Gänge. Den großen Teil des Schiffes. Prophetin, habt ihr dem Sternling die fehlenden Teile gebracht? Natürlich. Sehr gut. Laut Kurmai werdet ihr gut 2 Tage unterwegs sein. Und ich habe ihn angewiesen, zuerst den Nexus-Turm anzusteuern. Den Überlieferungen zufolge findet sich dort das geballte Wissen der Sternlinge. Es ist das Herz der vergessenen Stadt, sozusagen. Ah, und ihr werdet nicht allein fliegen. Neben euch noch werden der Söldner, Sakharej, Magistra Jaela und ihr Adjutant dabei sein. Ich erwarte, dass ihr in einer Woche wieder im Tempel seid und das nötige Wissen über den Numinos mitbringt. Solange die Torsiegel Scharims halten, ja. Aber darauf ausruhen sollten wir uns nicht. Gut. Sie werden da sein, wenn das Schiff startet. Ich rate euch noch einmal gen Ark zu reisen und euch auszurüsten. Wer weiß, was euch dort oben erwartet. Sich ausrüsten. Warten, bis Gertrude startbereit ist. Gut, gut. Alte Pulverhöhle. Gut, dann müssten wir irgendwie nochmal nach Ark zurück und gucken, was wir in Ark so finden. Habe ich noch eine Teleportrüst nach Flussheim? Von da aus kommt man, glaube ich, gut nach Ark. Na? Hoffe ich zumindest, dass wir von Flussheim gut nach Ark kommen.
Na? Jo. Ups. Ja? Flussheim, hier war ich ja ewig nicht mehr. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Hier war ich wirklich ewig nicht mehr. Okay, ich starte mal gleich kurz neu und guck mal, ob das dann noch immer diesen komischen Bug hat. Bis gleich.